Und hier bin ich auch schon wieder mit einem neuen Part des Pokémon Survivals. Immer noch bei der roten Edition. Ich war gerade beim Pokémon Center. Und ja, ich habe hier mein Glumanda. Nein, es hat sich entwickelt in der letzten Folge. Mein Glutexo namens Gloomy mit der Stufe 17. Ja, ich bin jetzt kurz vorm Gang zu der neuen Stadt namens Azuria City, glaube ich. Und ja. Aber wartet. Ich mache hier mal noch die Kämpfe. Die liefen ja alle ziemlich gut. Und um gegen Misty vielleicht überhaupt eine minimale Chance zu haben, muss ich schon ein sehr gut trainiertes Glutexo hier an den Start bringen. Und da ja meine zweite Regel laut... Zweite? War es meine zweite? Ich weiß gar nicht. Auf alle Fälle eine Regel von mir lautet, dass ich nicht wahllos durch Gras gehen darf, um dort zu leveln, benutze ich die Möglichkeit, hier mich gegen echte Gegner zu beweisen. Ist ja legitim, weil dort habe ich ja immer die Möglichkeit, dass ich sterbe. Bei freilaufenden Pokémon ist die Wahrscheinlichkeit eher gering. Und ja, deswegen mache ich das so. Und hoffe einfach mal, dass ich mich jetzt hier nicht irgendwie vertue und doch noch irgendwo bei irgendeinem Gegner sterbe. Aber das ist eher unwahrscheinlich, da ich ja auch noch genügend Teenager-Tränke im Inventar habe. Habitag Stufe 14, das ist schon nicht schlecht. Aber gegen mein Glutexo mit seinen unschlagbaren Glut kommt natürlich kein Pokémon an. So, das dürfte es gewesen sein, so ist es. Gloomy hat Hyper Habitat besiegt und Teenager wurde von mir besiegt. So. Jetzt geht's weiter nach oben. So, den hatte ich gerade. Die hier oben habe ich auch. Den habe ich auch. Hier dürfte nur Gras sein. Die habe ich auch. Jetzt dürfte hier noch ein Wanderer kommen. Der ist natürlich dann schon wieder etwas schwieriger, wenn es wirklich ein Wanderer ist. Ich habe doch hier vor uns schon beim Überblicken eingesehen. Ja, hier. Nein, das dürfte... Ah, das ist gar kein Trainer. Azuria City, ja, ich wusste es. Ja, es ist doch ein Tunnel, wie ich schon befürchtet hatte. Es ist ein Tunnel, der von hier nach... Aber hier gibt es, glaube ich, noch ein Pokémon-Center. Ah, da hat mich mein Gedächtnis doch nicht getäuscht. Okay, dann werde ich mich hier nochmal kurz aufladen und dann durch den Tunnel gehen. Das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache. Da gibt es Kleinsteins, die mir ziemlich auf den Sack gehen könnten. Und wo ich wahrscheinlich viele Tränke brauchen würde, weil ich natürlich ohne Flucht spiele. Das wäre ja dumm. Nee, flüchten. What the fuck? Das sind Gegner. Oh nein. Hoffentlich keine Gesteins-Pokémon. Okay, Göre, die hat nur ein Pokémon. Okay, Pipi. Dürfte machbar sein. Ja, weil ich natürlich ohne Flucht spiele, das wäre ja beschiss, wäre das. So. Gloomy hier jetzt in guter Action gegen Pipi. Heuler, ja, steck dir deinen Heuler sonst wohin. So, schade. Hätte das jetzt Wirkung gezeigt, dann wäre ich aber schnell vom Fenster weg gewesen. Ich muss mir mal einen Aufwecker zulegen. Aber die kosten 300, ey. Das ist eigentlich rausgeschmissenes Geld, weil so viele Pokémon, die Gesang können, gibt es hier auf dieser Route eigentlich nicht. So, ich hoffe, ich gehe jetzt direkt den richtigen Weg. Ich gehe doch wieder zurück. Leute, ich muss raus. Hey, Team Rocket? What the fuck? Nein! Nein! Kein Kleinstein! Kann das nicht ein Zubat sein? Zubat, komm her, komm! Wechsel mit Kleinstein! Aber wobei, ich sag mal so, ich habe 9 Level Vorsprung. Auch wenn diese Attacke nicht sehr effektiv ist, ziehe ich hier ordentlich Damage ab und davon. Deswegen dürfte das hier zu keinem größeren Problem werden. Aber ich wollte jetzt hier eigentlich schnell erst hoch. Ich wollte einfach durch. Ich muss mal den fragen. Oh, das hätte ich mir auch denken können, dass das hier ein Gegner ist. Ich habe mir das gar nicht so groß vorgestellt. Ich dachte, das ist hier so ein kleiner Tunnel.
Drei Leute, also drei Pokémon, das ist schon hart. Vor allem, wenn ich Glück habe, danach noch Kleinstein und so ein Keim. So, Kratzer, den werde ich jetzt auch einsetzen, damit ich mein Glut hier nicht unnötig in den AP verringere. So, Sandan wurde besiegt. Radfratz, okay, das geht auch noch. Glut. Ich habe gesagt, als ich Level 5 war oder so, wenn ich Glut habe, da geht hier einiges. Brennt so, da brennt es jetzt nach Rutenschlag und besiegt sich so mich selbst. So, sehr gut. Und jetzt noch ein Zubat. Darauf habe ich ja vorhin schon spekuliert beim wilden Pokémon. Ah, das geht hier. Glück gehabt. Superschall gefällt mir gar nicht. Dann verwirrt er mich und dann kann ich mich bei zu starker Verwirrung selbst ja, schlagen. Angreifen. Was ist das? Ein Pokéball. KP plus. Okay. Das werde ich dann, sobald ich hier aus dem Tunnel bin, gleich mal meinen lieben Gloomy geben. Damit habe ich dann mehr Lebenspunkte, aka KP. So, ein Zubat. Okay, das ist schon einfacher, ist einen Kleinstein zu besiegen. Ja, nimm dir meine KP. Klar, kein Problem. So, Kratzer. Und weg ist das Zubat. Yeah, Stufe 19. Alter, das geht hier fix. Okay, wenn man nur ein Pokémon hat, dann kommen ja die ganzen EP immer nur auf das eine Pokémon. Dann braucht man keinen weiteren Pokémon trainieren und da sammelt sich da schon die ein oder andere EP an. So, gegen Kleinstein mal wieder. Ja, ist nicht sehr effektiv. Tut dir fast das ganze Leben weg. Soll ich Kratzer versuchen? Mal gucken, ob das mehr macht. Nein, weniger. Okay, das war ein Schuss in den Ofen. 2 KP verschenkt, aber nun ja, was soll man machen? Passiert, passiert. So, 86 EP, das freut mich. So, jetzt könnt ihr mich eigentlich mal wieder ein bisschen verschonen, damit ich hier langsam rauskomme. Zubat, okay. Zubats sind schön, Zubats sind toll. Sie sind ein kleiner Troll. Versucht irgendwas zu reimen, hat nicht richtig funktioniert. Ein Volltreffer, super One-Hit, das freut mich sehr. Da geht das hier alles fix und ich bekomme meine 86 EP. So, hier unten ist, glaube ich, kein Ausgang. Doch, yeah, ein Poketrainer. Yo, wow, boah, sind da zwei Pokebälle? Habe ich das gerade richtig gesehen? Käfersammler, meine Lieblingsgegner. Okay. Gloomy, streng dich nicht an, mach ein paar Feuerbälle und dann hat sich das. So. Und weg war er. Ah ne, es kommt noch einer, glaube ich, genau. Ein Raupi. Kommt nicht mal dazu, seinen Fadenschuss hier auf mich zu lenken. Es ist schon wieder entfernt worden aus diesem Kampf und Käfersammler wurde besiegt. Das gibt natürlich ordentlich Money und ordentlich Cash auf die Kralle. Sonderbonbon. Yes, Mann. Alles gehört hier meinem Gloomy. Da steigt er mal schnell ein Level. Ich habe hier extra in der Regel verfasst, jedes Aufputschmittel darf benutzt werden. Ist ja auch klar. Also irgendwie muss ich ja hier an Stärke kommen. Ein Paras. Also, ich hätte jetzt schon bestimmt knapp 10 Pokémon zusammen. Leute. Wow, ein Pipi. What the fuck? Aber nein, nicht fangen. Ich habe ja eh keinen Pokéball dabei, von daher wäre es mir ja eh Wayne. Und ich besiege es nicht. Es setzt Pfund ein. Langsam muss ich dann auch zu Tränken greifen. Ich hoffe, ich komme jetzt hier noch, bevor ich einen Trank einsetzen muss, aus dieser Höhle heraus. Fluchtseil, das bringt mir nichts, weil dann werde ich ja an den. Wo komme ich denn jetzt hier hin? Dann werde ich ja an den Anfang der Höhle gesetzt. Das bringt mir genau null. Kleinstein, meine hässlichsten Gegner, die will ich gar nicht haben hier. So. Bam, schade. So, Kleinstein wurde besiegt. Was ist das? Eine Gegnerin? Ja, eine Göre.
Wow, hier drin kann man sich leicht verlaufen. Ja. Ich weiß gerade auch nicht, wo der Ausgang ist. Aber egal, ich finde ihn schon noch. Bis dahin kann ich mich ja hier ein bisschen leveln. Mirapla, Pflanzen-Pokémon, dürfte auch ein One-Hit-Opfer sein. Ah, Mist, meine HP sinkt. Ich habe jetzt, glaube ich, noch zweimal Glut. Das ist mehr als schlimm. Das ist sehr behindert. Knofensa muss ich auch mit Glut besiegen. Oh, nur noch einmal Glut. Das ist. Eieiei. Sollte ich vielleicht. Ja, komm. Oder soll ich Fluchtseil benutzen? Ja, komm, ich benutze Fluchtseil. Fluchtseil, okay. Da komme ich zum Pokémon Center und kann mein Glut wieder auffüllen. Das ist dringend notwendig. Davor setze ich noch meinen Sonderbonbon ein. Yeah, Glumi erreicht Level 21. So muss das sein. Und mein KP Plus. Hä? Wow. Eins mehr, oder was? Will der mich verarschen? Setze ich ein KP Plus ein und bekomme ein ganzes KP mehr. Manometer, da geizen sie aber auch ganz schön. So, jetzt bin ich wieder fit und kann mich wieder in die Höhle begeben und schauen, ob es da noch irgendwas gibt. Beziehungsweise wie ich schnellstmöglich da rauskomme. Ich gehe hier mal. Oder auch nicht. So. Mein Gloomy, ey, schon Stufe 21, ey. Da bin ich richtig begeistert, dass das hier so gut funktioniert. Wie gesagt, schon mein dritter Part. Bei der blauen Edition hat es für einen kurzen Part, für einen Drittelpart gelangt. Das war was, ey, wirklich. Also, okay, ich dachte mir eigentlich, dass es besser laufen müsste. Aber nun ja, müssen wir mal schauen, wie weit ich das hier noch ausreizen kann mit der roten Edition. Ich glaube, also, wenn ich Misty schlagen sollte, also das wäre wirklich schon ein Wunder. Aber ich muss ja erstmal bis dahin kommen. Nicht, dass das hier ein 40 Teile LP wird, dann werde ich ja mit den anderen Pokémon-Teilen gar nicht mehr fertig. Oh nein, keine Sorge, so lange wird es sicherlich nicht. TM12, gleich mal schauen, was das ist. Aquaknarre, das kann ich doch nicht meinen. Was will ich? Ah, verkaufen. Dafür kriege ich bestimmt irgendwas. Ich brauche ja jedes Geld hier für Tränke. Trank, da gerade sage ich es noch. Und jetzt hier. Bam. Oh Leute. Warum? Pipi, lass mich doch gegen den Typen kämpfen. Mann, Glut. Aber Glut hat auch nur 25, ey. 25 mal einsetzen, das ist wenig. Okay, jetzt verschwende ich kein Glut, sondern wieder nehme ich den Kratzer für diese 2 KP oder 1 KP. So, und jetzt geht er direkt auf mich. So, Käfersammler, Käfersammler. Yeah. Ach, ich liebe es. Käfersammler sind meine liebsten Sammler. Glut gegen Hornleo, One-Hit-Opfer, Extreme. 121 EP. Noch ein Kokuna. Setzt der hier ein. Soll ich Angst haben? Nein, habe ich nicht, denn Glutexo punktet hier mit seiner Glutattacke. Yeah. 166 EP. Da müsste doch bald der Level Up wiederkommen hier. Level 22, das ist so eine schöne Zahl. So, gegen die habe ich schon gekämpft. So. Ach du Scheiße, ist das groß hier. Gibt's hier unten was? Ah, hier war ich doch. Oder? Oh mein Gott, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich bin irgendwo jetzt komplett woanders. Ein Bettler. Nein, Streber. Magnetilo. Ich habe was im Mund. Heiß. Glut. Mal gucken, ob es effektiv ist. Elektro-Pokémon. Naja, gut, passt schon. Aber ich bin ja auch 10 Level höher. So, ich werde diesen Part jetzt mal ein bisschen länger machen. Ja. Da ich ja hoffe, dass ich hier irgendwann mal noch aus dieser Höhle herauskomme. So. Walterball, du bist auch Geschichte und der Streber ist Geschichte. Ey, immer noch kein Level Up, ey. Wie viel EP brauchst du denn jetzt für ein Level Up?
So, gibt's hier was? Ah, hier gibt's viele Pokebälle, ey. Trank, ja, Mann. Was sag ich? Pokebälle, Items, also. Items in Form eines Pokeballs, wo sich dann irgendwas anderes drin versteckt. Zubat. Ja, ich brauche viel Training für mein... Aber ich glaube sogar, der Stern-Du von Misty dürfte schon an die 20 sein. Also ich muss hier wirklich gut Level machen. Wenn ich eine Chance gegen Misty haben will. Wie gesagt, also Wasser-Pokémon gegen Feuer-Pokémon ist jetzt nicht die beste Lösung. Gegen die habe ich auch schon gespielt und jetzt kann ich hier oben lang. So, jetzt gehe ich hier runter und da... Muss ich da hoch? Weiß ich gar nicht. Was gibt's hier? Ein Pokémon! Nämlich Zubat. Dies wird jetzt hier auch besiegt mit einmal Glut. One hit. Yes, so muss das sein. Ja, und jetzt endlich 22. So, jetzt kann ich mal schauen, wie viel mein Gloomy mittlerweile schon EP braucht. Wo steht das? Da. 1239, ey. Frisst ganz schön EP in sich rein hier. Noch ein Team Rocket. Yeah. Erst noch ein Pokémon. Ein Zubat. Ganz toll. Stufe 11. Wahrscheinlich kein One-Hit-Wonder. Doch, durch einen Volltreffer passiert es doch mit einem One-Hit. So, jetzt hier Team Rocket Rüpel sicherlich. So hießen die doch, die dummen Typen. Nein, nur Rocket. Rocket. Okay. Zubat. Als könnte der mir was. Hallo, Zubat. Ich habe ein Glutexo. Ein Glutexo. Kein One-Hit. Oh nein, nicht Superschall. Komm, hör doch auf. Oh nein. Nee, nein. Wow. Komm jetzt. Ja, wow, Alter. Einmal verwirrt sein, selbst geschlagen und dann nicht mehr verwirrt. Ja, die Pranken von so einem Glutexo hauen aber auch richtig rein. Also wenn man das sich selber schlägt, da will man das nicht nochmal spüren. Rettern. Wird nicht besiegt, aber verbrennt sich. Und das könnte vielleicht der Sieg für mich sein. Ja, sehr gut. Super. Fabi besiegt Rocket. Und von dem bekomme ich doch bestimmt viel Geld. 360, naja. Und noch ein Pokéball namens TM01. Schaue ich mir dann an. Hier dürfte auch noch ein verstecktes drin sein. Yeah, Ether. Alter, bin ich gut. Mann, ich bin so schlau. Okay, so, jetzt geht's wieder zurück. Und da dürfte ich dann, glaube ich, bald beim Ausgang sein. Oh, warum muss jetzt ein Kleinstein kommen? Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Schade. Tackle. So, ich muss jetzt wieder ein bisschen mit meinem Glut sparen. Ich habe noch 9-mal Glut. So. Also dürfen nicht mehr so viele freie Pokémon kommen, weil hier kommt schon wieder ein Käfersammler. Käfersammler. Nein! Warum nicht? Warum? Wow, 3 Pokémon von einem Teenager. Uiuiui, hier muss ich aufpassen. Weil, wie gesagt, Glut nur noch 3-mal vorhanden. 9-mal. Ah, ich nehme mal Kratzer. Warum darf er seinen First Hit machen? Muss mich verarschen. Wow, mit Kratzer sogar ein One-Hit. Das nenne ich mal gut. Wohin probieren wir es gleich noch einmal. Jetzt hat es nicht geklappt. Was war denn der Unterschied jetzt zu gerade? Der hatte da auch Level 10, glaube ich. Oder wenn nicht sogar Level 11 oder so. Keine Ahnung. Egal. Zubat. So, den werde ich auch mit dem Kratzer angreifen. Schade. Ja, Superschall. Ah, schlug fehl. Da bleibt mir nur ein müdes Lächeln. Und Fabi besiegt Teenager. Sehr gut. Ich muss langsam überlegen, ob ich vielleicht noch einen Trank einsetze, bevor ich hier rausmache. Oh nein. Ja, Kleinstein. Was hätte es denn anders sein können? Außer ein Kleinstein. Glut, komm. Hier muss ich Glut einsetzen, weil Kratzer zieht so enorm wenig ab. Das geht gar nicht. Tackle. Okay.
machen mir jetzt hier nicht wirklich Schaden, nur es wird gefährlich, wenn Zuba zum zum Zuberschall kommt und ich mich dann selber verletze. Hier ist noch einer. Aber erst noch das Item hier. Mondstein. Ja, kann ich verkaufen, weil... Aber ich glaube, für den bekomme ich nichts. Weil ich habe ja kein Pokémon, was sich durch einen Mondstein hier entwickelt. Wanderer. Oh nein, Wanderer. Oh mein Gott. Die haben nur Gestein-Pokémon. Ich habe nur noch 7 Maglut. Na, ganz toll. Und ich muss jetzt bald einen Trank einsetzen, ansonsten wird das hier eine ganz harte Sache. So, da muss ich jetzt hoffen, dass ich hier jetzt ordentlich kämpfe. Kleinstein, okay. Wenn er dreimal Kleinstein hat, dann ist das alles mit Stufe 10, dann ist das alles hier kein Problem. Onix macht mir nur manchmal zu schaffen, weil das so imposant und groß ist, sag ich mal. So. Dieses... Wow, schon Level 23. Sehr gut. Und Onix. Als hätte ich es geahnt. Dreimal Glut habe ich noch. Ah, da ist ja noch nur eine Leiter. Ist ja noch keine Aus... Wow, Volltreffer. Wow, what the, wow, wow, wow. Das war nice. Das war richtig nice. So. 350. Und jetzt gehe ich hier mal... Okay. Komme ich jetzt hier raus? Ach, bitte. Ich habe nur noch zweimal Glut. Hier ist, glaube ich, der Ausgang. Nein, noch nicht. Oh, falsch gegangen. Nein, eine Chance auf ein Pokémon erhöht. Mann, warum? Zubat. Ja. Muss ich jetzt einen Kratzer machen? Erledigt. Huh, Glück gehabt. Alter, durch Verwirrung. Oh nein. Dann setze ich jetzt gleich Trank ein. Es hilft ja nichts, es muss sein. Setz noch einen ein. Scheiß auf die 300 Poké-Dollar, die es mich kostet. Ah, das. Warte, was war das? TM01 eigentlich? Mega-Hieb. Oh, den bringe ich mal bei. Ich habe ja kein Glut mehr. Also muss ich hier mal ein bisschen improvisieren. Heuler kann weg. Kacke. So. Jetzt kann ich hier auch gegen den Rocket kämpfen. Ja, ich glaube mal, das wird ein doppelt so langer Part, so 25, 30 Minuten. Und dann ist die Sache hier geritzt, weil dann bin ich in Azuria City. Radikal. Stufe 16. Nicht schlecht. Ich versuche gleich mal Mega Heap, wie viel der hier anrichtet. Ja, beachtlich. Das ist gut. Super, Alter. Wow. Dann macht die aber auch gleich mal mit mir Feuer unterm Arsch. Hyperzahn ist auch eine starke Attacke. Zum Glück kam die nicht durch. Sonst wäre das hier eng geworden. Aber so habe ich gewonnen und den Rocket besiegt. Ich bin sauer. Bitter. Ich bin glücklich. Level 9. Zubat. Kratzer dürfte reichen. So, jetzt muss ich hier aber doch langsam mal rauskommen, ey. Kann ja nicht wahr sein, dass hier so ewig dauert. Oh, noch ein Pokémon. Kleinstein, ja, mein Lieblings. Okay, ich versuche Glut. Ich mache jetzt keinen Mega-Hieb gegen ihn. Ich habe ja noch zweimal Glut. Wenn ich Glück habe, gleich One-Hit. Wenn ich Glück habe. Okay, da versuche ich jetzt mal Mega-Hieb. Dürfte eigentlich reichen. Ja, natürlich. Ist natürlich auch nicht sehr effektiv gegen so ein Gesteinmonster, wenn man da mit dem Fuß antritt. Oh, Paras. Den kann ich mit Mega-Hieb angreifen. Yeah, caramba. Oh, ist das ein langer Weg. Oh, Leute. Ey, ich habe nicht mehr in Erinnerung, dass dieser Tunnel hier so lang ist und dass der so, dass man so lange braucht, um da durchzugehen, ey. Das ist ja richtig bitter. So, Zubat hier auch One-Hit. Also die One-Hits liegen. Oh, gab es eigentlich Schutz in dem Markt? Ah nein, ich muss auf Level kommen. Ich muss hier mich hochstufen.
Mega. Oh nein, okay, ich kann mal gucken, wie viel der abzieht. Naja, eigentlich genauso viel wie Glut. Von daher kann ich Omega hier verwenden. Da habe ich nämlich noch 12 jetzt zur Verfügung. Mit einem KP überlebt. Kratzer. So, ich will hier jetzt noch unbedingt raus in diesem Part, ey. Und irgendwo muss doch. Oh, noch ein Rocket Rüpel. Hä, was ist denn das hier für ein. Ah, bekomme ich hier jetzt nicht gleich die Fossilien? Ich weiß es nicht. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Mega-Hieb gegen Radfratz Stufe 13. Und besiege ihn. One-Hit, sehr gut. Super gut. Stufe 24 jetzt schon. Raserei. Ah, damit habe ich keine gute Erfahrung. Aber ich lerne es trotzdem, weil alles besser ist als solche Statusattacken wie Silberblick, Heuler, Rutenschlag, Kreideschrei. Bin ich gar nicht der Fan von, ey. Mega-Hieb gegen Zubat. Genau, das war der Sieg. So, jetzt muss ich hier hoch. Und hier bin ich jetzt bei den Fossilien. Stopp, Hände weg. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilien gehören mir. Jetzt muss ich noch gegen den kämpfen und dann bekomme ich eine Fossilie. Aber, ja, wie gesagt, auch geschenkte Pokémon sind Pokémon. Und da ich nur mit Glumanda bzw. Glutexo bzw. wenn ich dazu komme, Glurak hier durchrocken möchte, ist es tabu, dieses Fossil entwickeln zu lassen beim Fossilienmuseum oder wie sich das nennt in der Rokko-Stadt. Streber setzt Voltoball ein. Mega-Hieb. Aber Mega-Hieb ist jetzt auch schon bald leer, also ich muss jetzt hier langsam doch mal rauskommen. Auch sind fast die 30 Minuten angebrochen, also länger möchte ich nicht unbedingt machen. Aber ist vielleicht auch langweilig für euch. Smog. Ha, verkackt. Kratzer. So, so muss es sein. Fabei besiegt Streber. So. Möchtest du? Ja, ist mir doch egal, welches ich hier nehme. Okay, dann gehört das hier mir. Ja, nimm das ruhig. Kann ich jetzt hier durch? Komm ich hier zurück? Ja, ich glaube schon. Ja, komm schon. Ich bin da. Ahoi, Brause. Oh, endlich, Leute. Ich habe es gepackt. Ich bin jetzt gleich hier in Azuria City. Und ja, ich bin erleichtert. Ich lebe noch. Bekomme hier noch ein TM, TM04. Das schaue ich mir dann gleich noch an in diesem Part. Weil sonst vergesse ich's. So. Oh, jetzt muss ich hier runterspringen. Okay. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Schade, schade, schade. So, jetzt gehe ich hier zum Pocket Center. Lass mich heilen. Schau noch kurz das TM an. Na komm. Na komm. So, jetzt schaue ich noch. Was habe ich denn hier? 8 mal Trank, Gegengift, Paraheiler, TM34. Geduld brauche ich nicht. TM12 vor Aquaknarre brauche ich nicht. Ether, Mondstein, Helix für See, TM04. Wirbelwind. Was könnte das mein Glumanda, mein Glutexo lernen? Okay, ich sage Tschüss, verabschiede mich und bis zum nächsten Part. Ich lebe noch.